Wir berichten heute vom Online-Karrieretag 2015 in München. Neben mir sitzt Markus Tandler, er ist OnPage.org-Mitgründer. Hallo Markus. Hallo Anton. Du bist jetzt seit 15 Jahren ungefähr im SEO unterwegs und kannst sehr viel Erfahrung mitbringen heute. Was glaubst du, wie sieht die Zukunft des Online-Marketing aus? Spielt SEO da überhaupt noch eine Rolle? Selbstverständlich. Also ich glaube, solange Google wie auch immer geartete organische Ergebnisse aggregiert, solange wird es ambitionierte SEOs geben, die versuchen, in eben den organischen Ergebnissen dann auch entsprechend besser zu ranken, um so, ohne jetzt meinen Geldbeutel aufmachen zu müssen, quasi kostenlosen Traffic über Google zu aggregieren. Viele SEOs tarnen sich jetzt so ein bisschen unter dem Begriff Content-Marketer. Da gibt es so eine kleine Verwirrung zwischen Content-Marketing und SEO. Was hältst du von der ganzen Debatte? Ist SEO Teil von Content-Marketing oder umgekehrt? Ich finde es sehr lustig, auch die Formulierung mit dem Tarnen. Also so nehme ich das gar nicht wahr. Also ich glaube, wie ich das wahrnehme, ist es halt im Moment, teilt sich halt SEO in zwei verschiedene Gruppen auf. Das ist zum einen die Gruppe, die technisches SEO verstehen, also die quasi eine technische Expertise haben. Also ich würde mich auf das Technical SEO konzentrieren. Und du hast die, die eher der kreative Part liegt, ja, was vorher einfach eher eine manipulative Technik war, also Link-Building, was ja wirklich auch sehr wichtig war, als zweites Stand beim SEO, was jetzt einfach mittlerweile keine manipulative Technik mehr ist, sondern mehr eine Marketingdisziplin und da natürlich auch dieses Rebranding eigentlich in Content-Marketing. Und da jetzt diese beiden Disziplinen jetzt einfach, also wo früher der SEO eigentlich nur mit der technischen Expertise einfach sich einfach links gekauft hat oder so, also wo gar nicht dieser Aufwand quasi auch bestanden hat, im Off-Page-Bereich wirklich kreativ tätig sein zu müssen. Das ist nun eben der Fall und so trennt sich so ein bisschen jetzt einfach diese Gruppe in eben jene Leute, die halt die technische Expertise haben und sich darauf fokussieren und eben der Part, die sie eher sozusagen diesen kreativen Part beim SEO mögen. Also wie kriege ich jetzt sozusagen guten Content irgendwo platziert, wie kriege ich so quasi auch wieder hier Erwähnungen aus dem Netz auf meine Seite. Aber da muss ich natürlich auch nochmal sagen, dass ich glaube, der SEO, der im technischen Bereich eher tätig ist, ich glaube, das ist auch, ich glaube, einfacher hier seine Expertise, gerade zum Beispiel vielleicht auch als Agentur, hier zu verkaufen, als im Content-Marketing-Bereich, wo ich halt natürlich auf jeden auf einmal mit Unternehmen konkurriere, die genau diesen Part schon jahrelang machen, auch wenn sie es halt nicht Content Marketing genannt haben. Weil in dem Moment konkurriere ich mit Unternehmen, die halt klassische Werbeagenturen, ja, also ob ganz groß, High-Level, Jung von Markt, Publicis oder was weiß ich auch immer, ne? Die ja quasi auch dieses Content Marketing halt machen, aber eher sozusagen, also auch schon immer gemacht haben und jetzt habe ich da diesen Touchpoint. Da finde ich es schwer, sich als SEO, der sich jetzt auf Content Marketing fokussiert, da mit seiner Leistung auch wirklich herauszustechen gegen eben jene Unternehmen, die das halt wirklich schon jahrelang sehr erfolgreich machen, nur vielleicht anders genannt haben. Ja. Wo wir gerade dabei sind, bei den großen Unternehmen und auch bei den vielen Unternehmen, die SEO praktizieren, was glaubst du, was sind die drei größten Fehler, die man momentan noch in der Suchmaschine machen kann? Du sagtest ja gerade, das war früher so ein manipulativer Eingriff und heutzutage ist einfach nur so eine technische, extrem technische, gut ausgelegte Strategie. Wo kann man da noch Fehler machen? Also ich würde jetzt weniger von Fehlern sprechen, sondern vielmehr, wo liegt Optimierungspotenzial? Ja, darum geht es ja eigentlich. Ich glaube einfach, das technische SEO ist ja einfach das Fundament. Ne? Ich baue ja mein Haus auch nicht im Sumpf, ich brauche einfach ein solides Fundament. Und der Rest ist ja dann quasi nur wirklich, dass ich auch Google einfach begreiflich mache. Ich bin eine Marke, ich bin ein Brand, ja? ich bin legit. Ich habe eine Autorität in einem bestimmten Bereich. Da dreht sich ja quasi auch dieser gesamte Content-Marketing-Bereich, wo ich ja quasi genau auf diese Autoritätsfaktoren da entsprechend halt einzahle. Und glaube, vielleicht liegt da auch genau auch das Optimierungspotenzial, dass es halt sehr vielen Unternehmen auch genau sozusagen, also wie hebe ich mich von der Konkurrenz ab? Ja? Was macht mein Unternehmen besonders? Was macht mein Unternehmen anders? Wo hebe ich mich hier wirklich von meinen Mitbewerbern ab? Wo kann ich hier wirklich mein Stück vom Kuchen quasi entsprechend claimen? An drei Faktoren, wie gesagt, lässt sich das, glaube ich, sehr schwer entsprechend festmachen. Aber ich glaube, das ist mit der wichtigste. Und man sollte halt nicht
für Suchmaschinen optimieren, ja, sondern eben für den User, weil mittlerweile ist ja Google doch auch sehr gut, wirklich zu determinieren, sozusagen welche Seite auch wirklich hier das Nutzerbedürfnis am besten befriedigt hat, weil Google will ja nicht die Seite am besten ranken, die das beste SEO macht, sondern die, die das beste Ergebnis für den User ist. Und deswegen sollte immer der User im Vordergrund stehen. Ja. Also es ist Audience over Algorithms, ja, so würde ich das heute formulieren. Und ich glaube, das ist überhaupt das wichtigste Optimierungspotenzial überhaupt. Gut, abschließend noch eine Frage auch aus Absolventensicht vielleicht. Wie schaffst du es, junge Menschen für Suchmaschinenoptimierung zu begeistern? Also wie kann man sich das vorstellen, so das macht mir aus den und den Gründen richtig Spaß? Also ich glaube, es liegt jetzt nicht an mir, andere Leute dafür zu begeistern. Also wenn du dich dafür begeisterst, hey, also wie gesagt, dann kann ich dich sehr gut verstehen. Wie gesagt, ich habe das ja damals als Hobby gemacht. Ich habe damals ja SEO angefangen noch für Alta Vista. Da war Google in Deutschland noch gar nicht aktiv. Ich bin ja dann erst 2000, als Google in Deutschland gestartet ist, mit Google quasi dann aufgewachsen. Aber wie gesagt, damals, das war ja ein Hobby. Das war ja gar nicht absehbar, dass man damit auch Geld verdienen kann, sondern es war einfach eher so die Herausforderung, was muss ich machen, um hier entsprechend höher gerankt zu werden. Damals war es auch relativ einfach. Ich musste ja nur mein Keyword beliebig oft auf meine Seite klatschen, gerne auch in weißer Schrift auf weißem Grund. Ja. Aber genau das ist also das vielleicht auch das Spannende, sozusagen, dass ich halt auch damit aufgewachsen bin und dann kriegt man, also Logo, ich meine, dann ja, es ist einfach irgendwann sozusagen Interesse wurde Leidenschaft, aus Leidenschaft wurde entsprechend Liebe. Ne? Also so war das dann bei mir. Ich meine, wie man dafür begeistern kann, ich glaube einfach als Absolvent, es ist ein unglaublich guter Skill, den man erlernen kann, also der einen wirklich weiterbringt, der wirklich Value stiftet auch in einem Unternehmen, ja, also auf jeden Fall einen guten Skill, den man haben kann, wenn man wirklich auch ein grundlegendes Verständnis hat, wie Suchmaschinen funktionieren, wie sich sozusagen dieses ganze Spiel entsprechend dreht. Und dann ist es ja nochmal in dieser gesamten Online-Marketing-Toolbox, es ist einfach auch ein sehr attraktiver Kanal, weil ich halt kostenlosen Traffic über Google generiere. Ja, das heißt natürlich nicht unbedingt sozusagen, dass es unbedingt kostenlos ist. Mitunter muss ich vielleicht auch ein bisschen in die Tasche greifen. Aber hier habe ich die Chance, einfach nur mit Kreativität, einfach mit ein bisschen Nachdenken, sozusagen es wirklich unglaublichen Erfolg zu haben. Und ich glaube, das macht das auch so spannend, dass ich hier ohne Ressourcen es schaffen kann, kostenlosen Traffic zu bekommen. Weil wie gesagt, die Brieftasche aufmachen, das kann jeder, ja, und für seinen Traffic bezahlen, aber der SEO sozusagen kämpft um den kostenlosen Traffic. Und das finde ich halt spannend. Und wie gesagt, für Absolventen denke ich halt auch, das ist ein unglaublich spannender Skill, egal in welches Unternehmen man dann auch reinkommt. Genau. Gut, ein paar Worte noch zur Veranstaltung selbst. Du kommst auch gerade von der Bühne. Worüber habt ihr diskutiert? Wie ist das Feedback von den Leuten auch? Was hältst du von der Veranstaltung? Ja, phänomenal. Also ich finde das total klasse, was der Thomas hier auf die Beine gestellt hat. Ich meine, in 4 Städten mittlerweile auch hier 2000 Leute. Das ist phänomenal. Richtig cool. Viele gute Aussteller, richtig volle Bude. Auch bei uns das Panel, das war ja auch richtig geil, tolles Publikum, viele Fragen gestellt, also wirklich toll. Also und genau sowas braucht es halt auch, ne? Gerade online, jetzt auch vielleicht gerade bei uns in München auch nochmal ein bisschen stiefmütterlicher ist als vielleicht auch in Berlin. Ja? Wir als Startup kämpfen ja auch eher so mit den großen etablierten Unternehmen hier und deswegen finde ich das natürlich immer gut und unterstützenswert, wenn solche Veranstaltungen hier auch stattfinden. Und wie gesagt, der Thomas hat das phänomenal umgesetzt, geiles Feedback kann man nur sagen, herzlichen Glückwunsch und ich hoffe, bald wieder. Klasse, danke für deine Zeit, Markus, und viel Spaß hier noch. Und nicht vergessen, onlinemarketing.de lesen.